Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Sie wollen jetzt das Alcius-Tor aufknacken und ich möchte ein bisschen dabei sein, einfach ein bisschen Kameramann sein, weil ich wahrscheinlich nicht so viel machen kann, wie es ja letztens beim Südentor so war. Wir verkaufen noch die weißen Items, neues Schrott-Items. Danke Steam, sehr nett. So. Weg da. Und dann haben wir hier Kriegspfeil verbunden. Meisterhaft. Ja, werde ich rüber tauschen. Durchbohrschaden brauchen wir nicht. Ah, die können wir gar nicht verkaufen. Weg da. Versteckte Spezialistenhandschuhe aus feiner Stahl. Meisterhaft. Verkaufen. Ja, die ist Level 29 von einem Stein weg. Und dann haben wir hier einen königlichen Feuerstab aus gelbem Holz, minderwertig, aber eine, der magisch ist, also noch ein bisschen besseres Gelb. Für einen Peschi, der angreift mit Sterben, ist er recht gut, aber halt unnütz sonst. Hier habe ich noch Elite-Baban, Schulterpanzer aus Eisen, großartig. Ja, also verkauft. Und jetzt ja, die Jade, die sind nichts mehr wert, viel zu wenig Damage, und ich habe wieder Steuerungsbug. Ja, Feuer auch, Aufschlitzschaden, das wäre vielleicht noch etwas, ob das nur plus 2, ja komm, bis ich die großen endlich mal finde. Durchbohr, das lasse ich mal. Angriffsgeschwindigkeit auch, weil ich den noch nicht habe. Ja. So, wir gehen jetzt Richtung Alcen-Tor. Geht jetzt doch Trelle. Oh, okay. Dann gehen wir nach Trelle. Die wollen unbedingt diese Warzone-Punkte. Unbedingt. Muss jetzt 20 Minuten warten. Ah je. Außerdem gibt es langsam Verbündete, also die anderen Reiche ausspionieren und dann die ganze Zeit ihrem Reich erzählen, was so geplant ist und so. Das finde ich auch richtig scheiße. Oh je. Gut, dass die nicht mich finden. So, wenn ich hier rechts bin. Ah, komm schon. Stau wieder auf der Brücke. Da ist er. Ha, er macht sich unsichtbar. Ich hau ab. Ich gehe oben durch am besten. Und ich gehe gleich mal nicht oben durch. Ich gehe hier oben durch. Ah, die Jäger wieder mal. Ich hätte hinreiten sollen und ihm gleich mal eine klatschen. Aber ich bin noch zu wenig gut. Er würde mich dauerstunnen und dann killen. Das möchte ich nicht. So. Und wo hat er mich gesehen? Ich denke nicht, und er kann ja auch nicht reiten, wenn er unsichtbar ist. So. Wir machen jetzt hier einfach eine Kurve. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ich will euch auch etwas zeigen können. Und ja, Trelle muss ich ja nicht dabei sein, wie sie es erobern oder nicht erobern. Ich glaube, die erobern das nicht. Schätzungsweise. Also. Wir gehen unten zur Brücke. Also am Fluss entlang zur Brücke. Ich denke, die Sirten sind momentan nur am Ausspähen. Die haben nämlich eigentlich nur das Imperia-Kessel, glaube ich, eingenommen. Ja. Und sonst nichts. Also mal schauen. Was ich außerdem habe, ist mehrmals 5 Magneten gefunden. Richtig nice. Und ja, eins ist noch weiter oben, aber das zeige ich jetzt nicht.
3 waren es gewesen, und obwohl ich eigentlich nur von Meleketi hierhin zum Bind. Ah ja, kommt er. Oh, er muss abhauen. Er muss abhauen. Schau mal an. So ein Feigling. Komm, Schätzchen, komm. Ja, ja, er stand wieder die ganze Zeit. Ach komm, hey, es ist so langweilig geworden mit dem Sprint. Es ist ein Feigling. Es ist ein mega Feigling. Ein mega Feigling. Er ruht sich aus. So ein Feigling. Komm, du Feigling. Schau euch mal an. Schau euch mal den an. Okay, er ist normal, aber trotzdem ist er ein Feigling. Er hat wahrscheinlich alles mega Ausrüstung oder so. Komm. Oh Mann, der ist zu schnell. Ich mag Jäger nicht. Was? Der hat das gleiche wie ich. Ah nein, das ist wahrscheinlich der Ding. Skill. Ah, das ist ein Hacker. Ein Hacker. Ein schlimmer Hacker. 100 Pro ist er ein Hacker. Ah je. Okay. Oh mein Gott, die Jäger sind so blöd, ey. Gott, oh Gott. Oh, wieso gibt es überhaupt Jäger? Ich sterbe immer wegen Jäger, weil die so, ja, den Barbaren eigentlich extrem überlegen sind, weil sie einfach viel schneller sind. Eigentlich sollte ich die ja gar nicht jagen, sondern abhauen. Aber, ja, der kommt ja wieder, bevor ich reiten kann, oder? Weil er ja schneller ist. Oh Gott. Oh mein Gott. So peinlich. Ah. Oh. Na toll. Gehe ich oben durch. Wenn du das so will. Ist ja so toll. Er war sicher in Todesangst, der arme Kerl. Er hatte so Respekt von mir. Aber das mag ich irgendwie. Also ich mag es jetzt eigentlich nicht, aber ich meine, gut, dass ich noch einem überlegen bin, einer Klasse, weil alle anderen haben eigentlich keine Chance gegen Barbaren. Vielleicht noch ein bisschen der, ja nein, der Hexer nicht, aber der Schütze hat vielleicht noch ein bisschen eine Chance. Aber ich habe so scheiße Items, dann kann ich nicht gegen normale gewinnen. Ich habe nur den Hammer und der bringt ja nicht viel, weil er links ist. Das ist das größte Problem. Ja, mal wieder ein bisschen Items suchen, aber die Gegner droppen momentan so scheiße. Ja. So, also gehen wir nicht nach Trelleborg, das ist... Die schaffen das nicht. Das ist das größte Problem. Die müssen wahrscheinlich Trelleborg einnehmen, schaffen es aber nicht. Deshalb, ja. Okay. Ich muss jetzt hier irgendwo ein bisschen außerhalb des Weges kommen. Brain Damage. Was? Komische Pläne. Wir gehen jetzt oben durch hier. Sind schon vor Alga. Tor gleich weg. Aha. Was macht ihr in Alga? Verzögert sich das immer wieder weiter. Schade, ich wollte euch das Tor zeigen. Die Eroberung auf Alsius. Drinnen waren wir schon mal. Ah ja, das habe ich ja nicht zeigen können, weil Freps nicht da war. Das Problem ist, ich muss recken und beten, damit Freps merkt, dass es ein Game offen ist, das ich aufnehmen kann. Das ist das größte Problem. Deshalb nehme ich natürlich, tue ich jetzt natürlich immer Freps zuerst starten und dann recken. Scheinbar ist für Freps recken und gar kein Spiel.
Nein, weiß es nicht. So. Und Fraps ist das einzige Aufnahmeprogramm, das eigentlich komplett fertig ist, wo keine Probleme macht, also mit ganz neuen Spielen. Und das ist natürlich blöd, weil ich schon lange eigentlich wechseln will. Aber geht nicht, nein. Wieso geht es? Wieso soll es eigentlich gehen? Alle Programme stürzen entweder ab, zeigen das Bild gar nicht oder... Naja. Muss gerade denken. Tun halt einfach irgendwie Soundprobleme machen oder Grafikprobleme. Ja. Also Alga ist da, aber das bringt ihnen nichts. Alga haben wir. Ach komm. Und was ist eigentlich mit zwei Fronten Krieg? Macht ihr nicht mehr? Habt ihr alle eingesehen, dass es keinen Sinn macht? Weil ihr einfach zu schwach seid. Oder die Gegner zu stark. Ah, sonst zeige ich einfach Level-Sachen. Hab echt keinen Bock irgendwie ganze Zeit zu warten oder zu erforschen. Ja, das wird auch angegriffen, klar. Ja, mehr ein Schatz. Mal schauen, ob die überhaupt fordern, also ob die sich vorbereiten, aber ich denke nicht, weil es ja keinen Sinn macht, weil sie ja merken, dass wir nicht die Mauer angreifen. Ich gehe wahrscheinlich hinten durch und dann zu Trelleborg. Hier ist niemand. Sonst ist immer hier mindestens ein Jäger hier, der mich auflauert und natürlich die ganze Zeit stunt. Macht ein bisschen dieses Ding besser, Topsucht. Dann hört's auf mit dem Gestanne. Aber ich glaube, die entwickeln gar nicht mehr weiter. Ich glaube, die patchen gar nicht mehr. So schlecht ist es momentan um die Leute. Dachten, sie könnten ganz viel einnehmen mit diesen Pets, aber jetzt kauft niemand mehr seit die Pets. Und... Ja. So. Komm. Na? Gibt's hier jemanden? Niemand? Nicht mal ein unsichtbarer Jäger? Nicht mal das. Nicht mal wachen. Niemand hier. Alle sind wahrscheinlich Algaros jetzt. Oder nein, eher Argusburg. Weil sie angegriffen wird. Tja. Das können wir groß machen. Eben zu Trelleborg gehen. Aber beim Bissen mit dem Bogen, weil hier die ganze Zeit die Eisen herumlaufen. So. Jetzt greifen sie wahrscheinlich Herber an, weil die Sirten überall hier sind. Oder hier waren. Sind wahrscheinlich alle tot. Hallo Sirten. Ich möchte euch mal... Da oben ist niemand. Ich möchte euch mal einen Besuch ausstellen. Kommt. Ich will rein. Hallo. Niemand hier. Was sagt man dich am Wiesen hier? Ah, süß. Sie haben mich nicht gesehen. So, kommt jetzt, Icken. Seid ihr so wenige? Das Geheimversteck. Kommt mal, Alga, ihr Keks. Das Deutsch. Oh, Schatz. Oh. Gehen wir halt auf Schatzjagd. Also bitte. Wenn nichts los ist, können wir auch nicht viel machen. Leck mir wurde langweilig. Richtig langweilig. Oh. Was ist denn los, hey? Game on. Muss jemand mit dem Game Mod reden.
Also, wir sind alle auch weiß. Wir können jetzt gerade nicht so viel machen. Wir warten immer noch. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein bisschen schneiden. Also, wenn mit dir was los ist, werde ich wieder anmachen. Also bis gleich. Tschüss. So, also bei Algoros angekommen. Und wir gehen mal kurz schauen. Wir werden wahrscheinlich sterben, aber hier hinten ist sicher jemand. Ich will kurz schauen, wo Gegner sind außerdem. Also normale Mobs, die ich anhitten kann. Ah, Zarania kommt. Ja genau, Freiheitskämpfer. Wie willst du in Rechnung Freiheit haben? Das sind die Schützen, die sie attackieren. Sie angreifen, sie ja, durchlöchern. Liebe schlafende Säcke. Was bringt es, so viele Ritter zu haben? Keine Fankämpfe eigentlich. Friedenrot ist wahrscheinlich ein Veshi oder Hex. Naja. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich wieder in den 12 Minuten gebrannt. Ich brauche einen Gegner. Ah, da oben ist auch einer. Zarania. Ja. Hier unten ist wirklich nichts. So unfair. Dieses Fort mag ich nicht, da gibt es keine Gegner. Naja. Das bringt nicht hier. Es muss vorne, also wir müssen vorne die angreifen, aber die sind natürlich immer down. Ja, bekomme ich halt keine Wasserpunkte, also bitte. Oh. Kommt mal Leute, steht mal auf und kommt mal ein bisschen weiter. Aha, deshalb. Niedliche Sirten. Sind ein bisschen mehr als wir sind, aber sind innen noch welche. Es sind einfach zu viele Ritter. Es sind 4 Ritter hier. Nur Ritter. Ich gehe rein. Kein Bock. Ja, kommt mal raus. Oh. Schlimm, hey. Keine Gegner in der Nähe. So eine Freche. Oh, ein Dritter kommt noch. Gehen wir mal hier raus. Und hier nach hinten. Irgendwo müssen wir eine Sperrplattform kriegen, aber hier können wir überhaupt nicht. Gehen mal hier hinten durch. Ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn ich rausgehe, bin ich sofort tot. Ah, hier ist eine Wespe. Die greifen wir mal an. So. Es ist jeden Tag langweilig, Speed. Jeden Tag ist es langweilig. Was war das? So, jetzt gehe ich wieder rein. Ach komm, Sprint. Ganz Rechnung wurde ein bisschen langweilig mit den Nerfs. Den schlimmen Abklingzeiten. Also, ja, manche wurden reduziert und zum Beispiel Sprint wurde erhöht. Das ist das Problem. Es ist einfach langweiliger geworden mit dem Bauer.
Mann, oh. Wir sind so arschlangsam. Okay, wir haben es geschafft. Also wir, sie haben es geschafft. Ja, bei den Ritter, ich glaube, die konnten einfach keinen Damage machen. So. Ah, haben sie sich zurückgezogen? Oh, das sind das neue. Das sind scheinbar neue. Da kommt noch der Grum. Wetten, das ist ein Jäger. Er wollte mich wahrscheinlich schon killen. Ja. Wo ist der Speed? Immer ist er im Chat, aber sehen, so tun wir ihn nie, weil er irgendwie eben jagen geht oder sonst irgendwas, aber nie hilft. Das ist das größte Problem. Viele Leute helfen einfach gar nicht. Oder handeln lieber. Oh Gott. Der hat die ganze Zeit jetzt hier geschrieben, was er so für coole Items hat. Toll, wirklich toll. Im Clan ist auch nichts los, außer Leute, die rausgehen und rein. Der Wächter. Der ist AFK, lol. Schön langsam. Oh, ich kann so wenig machen mit so schlecht. Da war ich mit 46 sogar besser. So, da ist noch einer. Ja, ja, mach mal. So. Ja, killt den Barbaren mal, dann kann ich wieder ein bisschen nach vorne. Dankeschön. Ne, Hilim ist auch hier, okay. Ja, ich geh rein, ich bin zu low level. Ich bin einfach zu low level. Ich werde von den Barbaren zerstört. Ich werde von den Jägern zerstört. Oh. Schlimm heute. Mal nach oben schauen. Schaffen wir es? Wir haben einfach zu starke Krieger. Lightbreak. So, der Midas ist hier am Boden. Midas mit normal. Das ist der, den ich auch angegriffen habe, scheinbar. Schauen wir gleich mal. Nein, Bilax. Und ist es wegen Midas Normaltreffer? Wahrscheinlich wegen dem. Und ja. Weil Bilax ist hier auch noch am Leben gewesen. Hm. Ah, Gunnar ist auch tot gewesen. Okay. So, noch 5 Minuten. Hm. Auf Level 1 haben wir noch. Okay, also Geld wird wahrscheinlich auch nicht mehr so investiert. Warum auch? Naja. Oh, schaut euch mal das Blättchen an. Überall Blättchen. Und? Gibt's wieder einen Krieg? Also, wir sind recht viel. Ich gehe wieder runter. Wir wollen ja auch ein bisschen kloppen. So. Ja, mal ein bisschen sprinten. So, noch 4 Minuten. Oh, noch mehr.
sind wahrscheinlich beide Gruppen zusammen. Cool. Also haben wir immer noch Angst. Ja, was wollt ihr machen? Ich geh wieder. Oh Mann, oh. Schlimm. Am Morgen habe ich immer Glück. Aber ich mache auch nicht mehr so viel am Morgen. Am Morgen schlafe ich lieber ein bisschen. Weil ich sehr spät nachts ins Bett gehe. Ich bin einfach kein Morgenaufsteher. Und deshalb kann ich das eigentlich nicht mehr erleben. Aber es ist auch sehr wenig geworden. Also früher haben wir die ganze Zeit alle Forts gehabt, also eingenommen und so weiter. Und jetzt ist wirklich nichts mehr los eigentlich. Bisschen schade. Bisschen sehr schade. Aber was kann man machen? Rundherum. Rundherum, rundherum. Wahrscheinlich wegen Wirbelwind. Bisschen herumschleudern. Genau. Oh. Er wird rundherum geschleudert. Deshalb heißt er rundherum. Na, verlieren wir das Wort. Ich kann eigentlich viel machen. Mann, ja. Ich will einen Schütze machen jetzt. Ich glaube, ich mache jetzt wirklich einen Schütze. Oder einen Jäger. Aber Jäger, ich will nicht... Es liegt nicht Dinge. Ich will ja nicht so unfair sein. Das ist das Problem. Jetzt ist es offen, oder was? Ja. Lol. Okay. Wir schaffen es nicht. Hm. Ja, greif mich an. Oh ja. Also. Dann gehen wir nochmals zurück und leveln ein bisschen. Ja. Nicht therapierbar als Anstalt, okay. Reichen wir. So, dann. Also, ja, genau. Sei mal AFK, genau. In Regnum sind die meisten sowieso immer AFK. Weil sie das Gaming den ganzen Tag anmachen müssen. Aber, ja, wenn sie das wollen. Also, jetzt weiß ich nicht, soll ich mit dem Baba wirklich sehr viele Items handeln und so und dann euch etwas zeigen. Oder, soll ich halt alles langsam machen, Baba, aber nicht viel zeigen. Also indem ich einfach nichts handle, aber alles suchen gehe. Oder soll ich einen Schützen oder so machen? Ich weiß es jetzt nicht. Also es ist richtig langweilig momentan. Da kann ich leider nichts ändern. Das liegt an den Spielen. Und... ja, unfähigen vorzuholzen. Okay. Ich glaube eher, wir sind nicht das Problem gewesen, es sind einfach die Syrten, die sind einfach immer zahlenmäßig überlegen. Das ist das Problem. Aber pff, ich kann da nicht mitreden, ich bin einfach noch zu schwach und ich hätte ja ihnen helfen können, wäre aber nach den ersten Minuten wieder weg, weil ich gestorben bin und weil wir ja keine Bashis haben. Tja. Delerios. Boah, ist der schwarz. Er hat sich ganz, ganz schwarz gemacht. Okay. Hm. Ja, nächste Folge wird wahrscheinlich eine Level-Folge sein. Dann erzähle ich noch ein bisschen etwas, was so passiert ist. Und,
Ja, sonst gibt's eigentlich nicht zu viel. Weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen Regnum seltener machen soll, also 2 Tage oder 3 Tage. Und ich zeige euch dann die Levels und was ich so gedroppt habe. Lol. Okay. Oder ich zeige jetzt einen zweiten Charakter. Und dazu muss ich einen Charakter löschen, weil ich kann jetzt das Geld nicht investieren. Ich werde wahrscheinlich den Beshi. Nein, der ist mir ein bisschen zu schade irgendwie. Ja, weil ich den Jäger wahrscheinlich nicht spielen werde, nie. Weil es einfach nicht mein Typ ist. Ich will nicht jemand auflauen, ich will nicht irgendwas unsichtbar infiltrieren oder so. Werde ich wahrscheinlich einen Schützen machen. Und den halt, ja, plus muss ich halt ein bisschen mehr Zeit investieren. Den einfach ein bisschen hoch trainieren und dann zeigen. Aber es bringt eigentlich auch nicht so viel. Es bringt eigentlich fast nichts momentan in Regnum. Das ist problematisch. Muss ich das Game wechseln? Soll ich ein anderes Game Let's Play? Das ist das Problem. Also tut mir leid, wenn ich jetzt wirklich ein bisschen Depri bin von Regnum. Das ist wirklich hart, was im Regnum eigentlich geschieht. Und ja. Eben. Es ist halt recht schwierig. Jo, also, ich habe jetzt einen Part auf. Bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, gebt mir Tipps. Ich brauche Tipps, wie ich es wieder her ein bisschen spannender machen kann. Und wer so ein bisschen gut Community hat und so, irgendwie sollte man ein bisschen die anspornen, sie wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sie ein bisschen motivieren, weil niemand hat mehr Motivation, sie beleidigen die ganze Zeit im Chat und sind immer inaktiv, AFK, Brain AFK, nein, und so weiter. Ja, das ist schwer halt. Okay, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago.